Uns sind, um über eine mögliche zukünftige grüne Außenpolitik zu sprechen. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie sind mit 13 Jahren, Sie sind in Teheran geboren, mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen, genauer gesagt nach Frankfurt. Sie waren dann Vorsitzender der Grünen Jugend Hessen, Bundesvorstand der Grünen von 2002 bis 2006 und seit Ende 2013 sind Sie außenpolitischer Sprecher der Grünen. Und eventuell könnten Sie einer von zwei potenziellen zukünftigen Parteivorsitzenden der Grünen sein. Klar, könnte passieren. Aber wir wissen es nicht. Sie auch nicht? Nein, es ist ehrlich gesagt noch nicht entschieden, auch für mich persönlich nicht, ob ich kandidiere. Das ist ein sehr reizvoller Job. Aber ich muss noch mit ein paar Leuten reden, zum Beispiel mit meiner Frau. Deshalb gucken wir mal. Okay, das heißt, das steht noch nicht fest. Es sieht so aus, als ob es fast geschafft wäre, als ob der Koalitionsvertrag diese Woche öffentlich gemacht werden kann, morgen oder übermorgen. Das ist das, was man in Berlin hört, oder ist das nur ein Gerücht? Ich glaube auch, dass es gut möglich ist, diese Woche fertig zu werden. Wir haben jetzt nicht so endlos viel Zeitdruck, aber wir haben sehr viele Grundlagen geschaffen für einen Text. Wir werden jetzt natürlich das Personaltableau noch am Ende besprechen müssen und die Frage, wie man das alles bezahlt und das ist bekanntermaßen, das Letzte ist bekanntermaßen das Komplizierteste. Und deshalb legen alle drei Parteien sehr großen Wert darauf, das alles zusammen auf den Tisch zu legen. Und deshalb dauert es noch einen Moment, aber nicht mehr lang. Sie kennen den Vertrag, beziehungsweise den Part, vor allen Dingen, der Sie betrifft, die Außenpolitik. Ist es ein guter Vertrag? Was ich kenne und auch was ich mit anderen besprochen habe, ist gut. Das ist ein Vertrag, der für alle drei Seiten ja gut tragbar sein muss. Das ist mein Eindruck, dass es der Fall ist. Alle drei sind Wege gegangen und haben sich getroffen an einem Ort, der gut ist fürs ganze Land. Und gerade der Bereich, den ich ja mitverhandeln durfte, ich glaube, der lässt sich zeigen. Nun hieß es ja zwischendurch immer, es könnte sein, dass die Grünen irgendwie nicht alles erreichen, was sie erreichen wollten. Man erreicht natürlich nie alles, was man will, aber als ob sie in vielen Punkten hätten nachgeben müssen. Sie klingen aber jetzt nicht so danach. Ich bin hochzufrieden. Natürlich haben wir nicht das grüne Programm da reingeschrieben, sonst wäre es auch keine Ampel, sondern eine grüne Regierung. Auch die anderen Parteien haben Kompromisse gemacht. Entscheidend ist, dass man gerade innerhalb dieser Gespräche Vertrauen schafft. Und ein Vertrauen schafft, das die Grundlage ist für die Zusammenarbeit. Wir haben sehr viel Spannendes, wie ich finde, sehr viel Progressives, Gutes reingeschrieben, gerade in diesen internationalen Bereich dieses Koalitionsvertrages. Sie verstehen, dass ich das jetzt nicht vorlese, aber am Ende des... Ist, ja. Ich habe es gar nicht dabei, aber unter dem Strich ist es etwas, womit alle arbeiten können. Aber entscheidend ist auch zu wissen, dass wir jetzt natürlich einen Koalitionsvertrag schreiben, in dem nicht alles Absehbare und Unabsehbare drin steht, weil die Welt dreht sich sehr schnell und es wird Krisen geben, auf die man reagieren muss, ohne dass man es vorher in den Koalitionsvertrag festgelegt hat, wie man es macht. Deshalb ist dieser Vertrauensaufbau so wichtig. Wir müssen das vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Sie saßen in der Verhandlungsgruppe 20. Das war also eine von insgesamt 22 Verhandlungsgruppen. Und Ihre Gruppe hat sich mit den Themen Außenpolitik, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklungspolitik und Menschenrechte beschäftigt. Das ist richtig. Es gibt Bilder, die auf Twitter gepostet wurden nach Abschluss der Gespräche. Da sahen alle sehr entspannt und gut gelaunt aus. Ich weiß, dass Sie nun wenig aus den Gesprächen selbst sagen können, aber vielleicht können Sie ein bisschen etwas zu der Stimmung sagen aus der Gruppe 20. Es hat ein paar Tage gedauert, bis wir uns gefunden haben. Die Kulturen, wie man arbeitet, waren unterschiedlich. Man musste eine Angleichung finden. Das ist, glaube ich, völlig normal. Wir haben ja auch Wahlkampf gemacht, auch gegeneinander, im Wettbewerb miteinander. Und davon musste man sich auch befreien, ein Stückchen, und einander finden und einander auch zusprechen, dass die jeweils andere Seite auch das Beste fürs Land will. Und das ist aber nach wenigen Tagen gelungen. Und dann haben wir, ich finde, sehr produktiv miteinander gearbeitet und was Gutes hinbekommen. Wir haben die vier Bereiche, die Sie benannt haben, hochambitioniert bearbeiten können. Wir wissen, dass der Fokus in den letzten Wochen und Monaten auch
in Deutschland nicht unbedingt oft drauf gelegt war, was draußen in der Welt passiert. Wir erleben gerade ein Riesendesaster in Äthiopien und das ist jetzt nicht unbedingt in der großen Aufmerksamkeit, um jetzt mal ein sehr relevantes Beispiel zu benennen. Und wir sind diejenigen gewesen von drei Parteien, die auch ein Stückchen innerhalb der eigenen Reihen immer lobbyieren dafür, dass die internationale Politik eine große Rolle spielt. Und auch das war eine Verständigungsebene, die sehr geholfen hat, ein Papier zu schreiben, was ich finde, die zukünftige Rolle Deutschlands in der Welt ambitioniert und gut beschreibt. Gut, dann versuchen wir uns jetzt mal in der Übung, dass Sie uns ein bisschen was erzählen, ohne dass Sie zu viel verraten. Wie und was werden die großen Linien einer neuen deutschen Außenpolitik sein? Wir wollen europäischer werden. Das ist eine Formulierung, die auch im Sondierungspapier stand. Und darauf haben sich ja auch die Chefinnen und Chefs vorher schon geeint. Das ist absolut neuralgisch. Bedeutet, dass wir natürlich erst recht in der Zukunft die Abstimmung suchen müssen miteinander. Im Umgang mit China beispielsweise, in der Frage von Energieprojekten beispielsweise. Dass wir wissen, dass die höchste Priorität in der Außenpolitik dieses Landes tatsächlich die europäische Integration ist und der europäische Zusammenhalt ist. Unser Wohlstand, unser Friede basiert genau auf diesem Integrationsprozess der letzten Jahrzehnte und den zu stärken, gerade in Krisenzeiten, ist unser aller Anliegen und Aufgabe, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben miteinander sehr gerungen, wie wir denn mit den schwierigen Akteuren umgehen, mit denjenigen, die Regeln brechen. Wir wissen, dass Dialog unerlässlich ist mit allen. Aber wir wissen auch, dass man dort eine klare Haltung haben muss, erst recht im Chor der demokratischen Staaten und Akteure. Es sind ja nicht nur Staaten, es sind auch sehr viele Zivilgesellschaften, die unsere besten Wertepartner sind auf der Welt. Und natürlich war für uns Grüne zentral, dass das Thema Klimapolitik und Klimadiplomatie eine zentrale Rolle spielt, auch in diesem Kapitel. Wir wissen, dass wir hochambitioniert an die CO2-Ziele ran müssen. Aber wir wissen gleichzeitig auch, dass es nicht ausreichend ist, wenn wir es nur in Deutschland machen. Glasgow war ein Beispiel dafür, dass man eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung in der Welt hat über die Klimaziele und Klimaschutz an und für sich, auch wegen der unterschiedlichen Betroffenheit von Staaten von der Klimakrise. Und mit dem umzugehen war zentral. Aber Sie haben ja gerade beschrieben, wir haben sehr, sehr viel mehr zu arbeiten gehabt, sehr viele Arbeitsbereiche, die wir dann versucht haben zu bearbeiten. Aber das heißt, es wird in diesem Koalitionsvertrag auch an die Außenpolitik angeknüpft, eine klimapolitische Agenda und klimapolitische Ziele geben, die man mit den europäischen Partnern, aber nicht nur mit denen erreichen möchte, die weit über das hinausgehen, was man bisher kannte? Wir werden eine massive, ausgebaute, tiefe Klimapartnerschaft mit den USA brauchen beispielsweise. Wenn wir über systemische Rivalität mit China sprechen, ist es offensichtlich, dass wir im Klimabereich trotzdem miteinander werden arbeiten müssen. Wenn wir über Russland reden, das Land, das vielleicht am härtesten auf der ganzen Welt betroffen ist von der Klimakrise, ist es naheliegend, dass wir miteinander reden, wie wir auch beistehen können. Also jenseits der Notwendigkeit von Werte, von einem werteorientierten, wertebasierten Realismus, ist es auch notwendig, natürlich die Kooperationsfelder zu determinieren. Und da ist Klima absolut zentral. Aber wie ehrgeizig ist das, was Sie da fixiert haben? Also sind das Absichtserklärungen oder geht es darüber hinaus? Und inwieweit haben Sie sich da zum ersten Mal vielleicht mit dem Koalitionspartner FDP auch gerangelt? Wir rangeln durchgehend alle miteinander, alle drei. Und das werden wir auch die nächsten Jahre machen. Die Frage ist, wie wir rangeln und mit welchem Ziel. Und das Ziel muss sein, dass wir gute Lösungen präsentieren. Wenn wir jetzt eine Präambel geschrieben hätten, in der drin gestanden hätte, so, Klima ist wichtig. Das wäre ein Lippenbekenntnis gewesen. Wir haben versucht zu mainstreamen, wir haben versucht, das Klimathema, gerade auch wenn es um bilaterale Beziehungen geht, auch tatsächlich auch nochmal zu fixieren, sei es mit den Staaten, die ich gerade genannt habe, sei es auch mit verschiedenen Regionen auf der Welt. Und ich finde, das gelungen ist es. Und genau dieses Mainstreamen, dieses jeweils auch klar machen, wo man da miteinander arbeiten will, ist, glaube ich, auch der Weg, den man miteinander gehen muss. Sie haben gesagt, europäische Einigkeit und Selbstständigkeit sollte höchste Priorität haben in der deutschen Außenpolitik. Das haben Sie persönlich vor einiger Zeit gesagt. Das scheint ja nun auch in dem Koalitionsvertrag vorzukommen. Und mit dieser Position stimmen Sie in vielen Punkten mit Deutschlands, einem von Deutschlands wichtigsten Partner oder dem wichtigsten Partner innerhalb von Europa, mit Frankreich überein. Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert seit langem eine neue strategische Autonomie. Das wird auch sicher ein Schlüsselbegriff sein bei der französischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar beginnt.
Können Sie mit diesem Begriff etwas anfangen, strategische Autonomie? Das Schöne an Koalitionsverhandlungen ist, dass man miteinander zusammensitzt und auch viel voneinander lernt. Ich will jetzt aber mal zwei Zitate hier auch bringen, die sehr schön und sehr lehrreich waren. Kollege Schmid von der SPD hat immer wieder gesagt, Leute, wir spielen hier vor einem Milliardenpublikum. Er hatte recht, wir haben einen Text geschrieben, auf den sehr, sehr viele schauen werden, viele diplomatische Vertretungen, viele Staaten auf der Welt gucken, was wir genau hingeschrieben haben. In dem Zusammenhang habe ich in einer geselligen Runde dann von Alexander Lambsdorff gelernt, dass der Begriff Autonomie im Französischen eine ganz andere Konnotation hat. Auf Deutsch würde ich sagen, ist das nicht der richtige Begriff, auf Englisch auch nicht. Autonomie ist viel mehr isolierend, viel mehr abgeschlossen in diesen beiden Sprachen. Auf Französisch ist es viel mehr interaktiv. Ich glaube, dass es am Ende nicht der Begriff ist, wir vertreten den Begriff einer strategischen Souveränität. Im Übrigen muss es auch verbunden sein mit einer strategischen Solidarität, weil es ja auch darum gehen muss, dass Schulterschluss der Demokratien auch zustande kommt. Aber ganz ehrlich, wenn die französische Ratspräsidentschaft das, was wir unter Souveränität verstehen und was die französische Seite unter Autonomie versteht, voranbringt, ist das ein Schritt nach vorne. Der deutsche Begriff von Autonomie, der wird nicht funktionieren. Kein Land, keine Region der Welt ist autonom, nicht einmal Nordkorea. Wir werden interdisziplinär und interaktiv bleiben und bleiben müssen. Naja, was er damit meint, ist ja mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in manchen Bereichen, also im verteidigungspolitischen Bereich, aber auch im Versorgungsbereich. Das ist in Frankreich eine Diskussion gewesen, die ja auch während der Pandemie aufgekommen ist, dass man essentielle medizinische Güter, aber auch Lebensmittel irgendwie in der Nähe haben sollte. Gerade am Anfang der Pandemie. Es muss im Übrigen nicht nur in Europa möglich sein, sondern in allen einzelnen Regionen der Welt, dass man sich auch unabhängig voneinander mit dem Notwendigsten versorgen kann. Und natürlich gehören die pharmazeutischen Güter dazu. Das gehört zur Handlungsfähigkeit, zur eigenständigen Handlungsfähigkeit selbstverständlich dazu. Und wir haben ja eine große Lehre gezogen in den Zeiten von Trump, aber ganz ehrlich auch in der Art und Weise, wie Biden aus Afghanistan abgezogen hat, dass man sich nicht immer nur darauf verlassen kann, was beispielsweise die Amerikaner machen und dass die auch nur ausreichend kommunizieren und dass die Kavallerie quasi dann jeweils kommen wird. Das heißt nicht, dass wir jetzt zwingend eine Parallelstruktur zu NATO brauchen, das ist nicht das Thema, aber dass wir selbst eigenständig handlungsfähig sein müssen, das Ziel ist richtig. Und wenn das unter die richtige Begrifflichkeit gestellt wird, die auch alle gleichmäßig verstehen, dann ist das überhaupt kein Problem. Es gab ja noch einen anderen Vorfall in diesem Jahr im September, als die Australier den Franzosen diesen U-Boot-Deal aufkündigten und stattdessen mit den Amerikanern und Briten zusammengingen, was für sehr viel Wut auf französischer Seite, aber auch für Unverständnis auf anderer Seite gesorgt hat. Sie haben damals, glaube ich, gesagt, wie viele Weckrufe braucht Europa eigentlich noch? Und es sei überfällig, dass Deutschland und Europa an der eigenen militärischen und strategischen Handlungsfähigkeit arbeitet. Sie haben das gerade schon angerissen, aber wie weit wollen Sie da gehen? Das ist natürlich bei den Grünen immer ein Thema, wo man ein Fragezeichen dran macht, wie weit die Grünen gehen wollen. Klar, aber ich kann allen mit den Fragezeichen empfehlen, mal unser Programm zu lesen, und ich kann versprechen, dass wir nichts in diesem Wahlprogramm, in diesem Koalitionsvertrag haben, wo ich sagen würde, das ist komplett unvereinbar mit unserem Wahlprogramm. Und ich behaupte, das gilt für die anderen beiden Parteien auch. Es geht nicht darum, dass man jetzt die eigene DNA jetzt an der Garderobe abgibt. Es geht darum, dass man Kompromisse findet, mit denen man leben kann. Und das haben wir geschafft. Wir haben in unserem Programm sehr klar und deutlich auch die Frage der Handlungsfähigkeit, der selbstständigen Handlungsfähigkeit der Europäischen Union drin. Wir haben alle gelernt von den fürchterlichen Zeiten von Trump, wenn ich mal als Frankfurter eine Geschichte erzählen darf. Als Frankfurter Bub ist ja automatisch so, dass die Hälfte meiner ehemaligen Klassenkameraden irgendwann mal Banker geworden sind. Und die hatten teilweise in den Hochhäusern Schichten eingeteilt, wer um 4 Uhr morgens aufsteht, um den letzten Tweet zu checken. Falls die Deutsche Bank jetzt von Trump, der jetzt irgendwie angegangen wird, muss man ja sich vorbereiten bis zur Eröffnung der Börse. Und das ist natürlich ein Albtraum. Und aus diesen Abhängigkeiten von in dem Fall Launen, auch tatsächlich loszukommen, das muss unser aller Ziel sein. Der Spiegel hat Anfang November aus einem internen Papier der Verhandlungsgruppe 20 zitiert, man habe sich auch auf die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr geeinigt. Stimmt das? Ich kann da wiederum auf unser Programm zurückkommen. Wir haben bei uns im Programm reingeschrieben, dass wir wissen, dass es Szenarien geben kann.
bei denen Drohnen zum Schutze von Soldatinnen und Soldaten auch sinnvoll sind. Und an anderer Stelle haben wir sehr klar und deutlich da reingeschrieben, dass wir selbstverständlich wissen, dass in dem Augenblick, in dem wir als Parlament einen Auftrag erteilen, der lebensgefährlich ist, dass wir den Soldaten und Soldaten auch die Ausrüstung geben müssen, die den höchsten Schutz für sie bringt. Und wenn die Drohne dazugehört, dann ist es so. Gut, dann würde ich das jetzt als Ja werten. In dem Papier stand auch, Sie würden sich zur Aufrechterhaltung eines glaubwürdigen Abschreckungspotenzials bekennen. Was heißt das? Das ist so, wie es Sie es gerade formuliert haben, ein leicht aus dem Kontext gerissen. Mhm. Der Kontext wird im Koalitionsvertrag der gesamte Bereich NATO sein. Und im gesamten NATO-Bereich gibt es eine gute Balance zwischen Abrüstung und Dialog auf der einen Seite und den klassischen Aufgaben der NATO auf der anderen Seite. Wir sehen, dass die Amerikaner ja auch ganz massiv an sich bekennen, die Administration sich bekennt zu Global Zero, zu einer Vision einer atomwaffenfreien Welt. Das ist etwas, was wir alle wollen sollten. Obama hat das nach vorne getragen, dafür auch einen Nobelpreis bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Biden war damals sein Vizepräsident. Wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Die nächste Frage ist wahrscheinlich die nach der nuklearen Teilhabe. Das gehört ja mit dazu. Mhm. Wir wissen, dass die nukleare Teilhabe nicht unilateral beendet werden kann. Wir wissen aber, dass, und dafür haben wir uns gegründet als Partei, wir wissen, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir zu einem Planeten kommen, in dem es diese Atomwaffen nicht gibt und dass Deutschland dazu auch einen Beitrag leisten muss. Wir haben in den letzten Jahren dazu im Parlament sehr viel gebracht, sehr viel gearbeitet und sehr viel jetzt auch eingebracht in den Koalitionsverhandlungen. Und wenn man dieses Gesamtpaket sich anschaut, was wir alles an Abrüstung wollen, wie wir an Global Zero und einer atomwaffenfreien Welt arbeiten wollen und in der Frage der aktuellen Perzeption von Bedrohungen, speziell bei unseren Partnerstaaten in Mittel- und Osteuropa, dann halte ich das für ziemlich rund, was wir da erreicht haben, weit mehr als jede Koalition bisher. Lassen Sie uns mal vielleicht zu einzelnen Ländern kommen. Sie wollen vieles anders machen, unter anderem in der China-Politik, weil, Zitat Nuripur, wir mit der bisherigen Duckmäusigkeit nicht weit gekommen sind. Ich saß mal vor ein paar Wochen auf einem Podium, das war kurz vor der Wahl, in Berlin, und da sagte der Kollege Schmid, den ich weiterhin sehr schätze, ich zitiere ihn auch sehr gerne, wie Sie sehen, die China-Politik Deutschland wird sich ändern müssen, egal wer die nächste Regierung stellt. Das teilen wir alle. In diesem Sinne, in diesem Geiste haben wir auch miteinander gesprochen. Es geht nicht darum, dass wir die Türen schließen. Der Dialog bleibt neuralgisch. Die Interdependenzen auch im ökonomischen Bereich mit China sind sehr, sehr groß. Wir sind sehr verflochten miteinander. Wir wollen auf keinen Fall den Weg von Decoupling gehen und die Fights der Amerikaner mit den Chinesen für sie führen. Das ist kein Weg. Aber wir wissen auch, dass Chinas Aufstieg, der an sich was Gutes ist. Es ist erfreulich und gut, dass China aufsteigt. Das ist historisch total nachvollziehbar, dass der auch natürlich regelbasiert sein muss. Und regelbasiert bedeutet, dass Schiedssprüche im südchinesischen Meer auch tatsächlich gehört werden müssen, dass das Völkerrecht in Hongkong eingehalten werden muss, dass das Gewaltverbot der Vereinten Nationen bei der Frage der Ein-China-Politik, speziell Richtung Taiwan und der Straße von Taiwan, eine große Rolle spielen muss, dass das völkerrechtlich verbindliche, universelle Recht auf Würde und Menschenrechte auch für die Uigurinnen und Uiguren gelten muss. Und das muss sehr klar und deutlich formuliert werden. Gut, wir wollten andere Regierungen vor Ihnen auch. Wie wollen Sie es erreichen? Das heißt, Sie werden einen härteren Kurs fahren. Sie werden auch dem gemeinsamen Investitionsprogramm nicht so ohne weiteres zustimmen, wie das die Kanzlerin dann getan hat? Das Investitionsschutzabkommen hängt gerade im Europaparlament fest. Und ich sehe überhaupt keine Möglichkeit nach jetzigem Stand, wie das ratifiziert werden kann. Erst recht nicht, solange es Abgeordnete des Europäischen Parlaments gibt, die von den Chinesen boykottiert werden, sanktioniert werden, teilweise innerhalb auch mit ihren Familien, was ja völlig abstrus ist. Auch ihre Familien haben Einreiseverbot bekommen in die Volksrepublik. Und deshalb gehe ich nicht davon aus, dass dieses Abkommen alsbald in Straßburg oder Brüssel
ratifiziert wird. Die Frage, was wollen wir denn genau machen? Wir haben jetzt, das wird es natürlich jeweils zeigen müssen, von Fall zu Fall zu Fall, aber wir haben, wie ich finde, eine starke wertebasierte Grundlage dafür geschaffen im Koalitionsvertrag. Ihre Partei wollte auch immer einen neuen, kritischeren Kurs gegenüber Russland. Ein anderer Koalitionspartner will das nicht unbedingt, die SPD. Was steht denn dazu so im Koalitionsvertrag? So wie Sie jetzt fragen, kriege ich jetzt Angst, dass ich bisher jetzt viel zu sehr in Plauderlaune ganz viel erzählt habe. Nein, ich erzähle ja nicht, was im Koalitionsvertrag steht. Sie noch einmal als Disclaimer. Ja. Ich gebe Ihnen nur eine Ahnung, wie man sich verständigen haben könnte. Es ist offensichtlich, dass die Russische Föderation ein wahnsinnig wichtiger Akteur ist auf internationaler Ebene. Es ist offensichtlich, dass es keine Friedensordnung in Europa geben kann ohne Russland. Aber Russland muss diese Friedensordnung auch wollen. Und was zentral ist, wenn ich jetzt anfange, das war, glaube ich, mein zweiter Satz hier, die höchste Priorität ist hier der Zusammenhalt der Europäischen Union, dann kann es keinen Ausgleich von Interessen geben auf Kosten von Drittstaaten, erst recht nicht unserer Partnerstaaten in Mittel- und Osteuropa. Und das muss die Linie sein, jenseits davon, dass wir natürlich Kooperationsfelder suchen, jenseits davon, dass wir sehen, dass die Lage der Zivilgesellschaft sich massiv verschlechtert, jenseits davon, dass wir jetzt dieser Woche wirklich mit Bang drauf schauen, wie der Prozess um Memorial ausgehen wird. Die haben den alternativen Nobelpreis bekommen. Memorial ist gegründet worden von Sacharow, der hat selbst einen Friedensnobelpreis bekommen für die... Sind jetzt von der Zwangsauflösung... Richtig. Das droht, dass die verboten werden und aufgelöst werden. Ich kann nur daran erinnern, dass die Organisation, die Sacharow damals gegründet hat, die Organisation zur Durchsetzung von Menschenrechten hieß. Und das ist das Thema, das man immer wieder auch aufs Tableau heben muss im Umgang mit Russland, bei aller Notwendigkeit der Kooperation und bei aller Anerkennung der Machtfülle, die wir im Kreml sehen. Und das heißt dann in manchen Fällen einfach weniger Dialog oder gar kein Dialog? Nein, Dialog ist und bleibt notwendig. Das ist ein Pappkamerad, dass man mit dem und dem und dem nicht reden darf. Das höre ich andauernd. Ich höre andauernd von bestimmten Leuten, man muss doch mit Russland reden. Ich kann Ihnen versichern, ich habe selbst seit 2014 in vielen Formaten zusammengesessen, teilweise mit Leuten Dialoge führen dürfen, müssen, sollen, wie auch immer, die gelistet sind, die Einreiseverbot haben in die Europäische Union. Trotzdem hingehen, reden, reden, reden. Das ist überhaupt keine Frage. Und ganz ehrlich, der substanzielle Gewinn dieser Dialoge ist sehr klein. Aber wir kennen das aus der Geschichte der Diplomatie. Man redet 1000 Mal miteinander, geht jedes Mal frustriert raus und beim 1001. Mal ist doch was passiert. Dann hat es Boom gemacht. Und dann kommt plötzlich eine Zwischenzeile, wo man merkt, da hat sich was geändert und darauf kann man dann aufbauen. Sie haben aber neulich die Kanzlerin sehr hart kritisiert, als sie angesichts der Krise in Belarus mit dem Diktator Lukaschenko telefoniert hat, und zwar 50 Minuten lang. Ich glaube, Sie haben gesagt, das sei verheerend als Geste. Ich habe gesagt, es ist ein verheerendes Signal. Ein verheerendes Signal. Weil Lukaschenko erstens nicht der legitime Präsident von Belarus ist. Das ist eine einhellige, mehrfach betonte Position der Europäischen Union seit August 2020. Zweitens, ja, auch mit dem Regime Lukaschenko muss man reden, gerade um jetzt humanitäre Hilfe leisten zu können, damit die Menschen nicht erfrieren müssen dort. Aber die Frage ist, warum muss denn Frau Merkel mit ihm reden? Warum muss unsere Bundeskanzlerin mit ihm reden? Warum? Es gibt darunter eine riesengroße Arbeitsebene vom Außenminister bis hin zu Beauftragten aller Art, die das Gespräch hätten suchen können und aus meiner Sicht müssen. Ich kann das nur vergleichen mit der Situation mit den Taliban. Auch sie sind nicht legitim. Aber wir reden mit denen, weil wir versuchen, Leute rauszuholen. Niemand käme auf die Idee, die Frau Bundeskanzlerin sollte mit denen reden. Das ist das Thema gewesen und das ist sichtbar, dass das zu Irritation geführt hat im Baltikum, in Polen, aber auch bei Frau Tichanowskaja, die diese Wahl gewonnen hat und die ja auch für die Familien derjenigen spricht, die, wir reden über mindestens 800 massiv misshandelte, schlimm behandelte politische Gefangene in dem Land, deren Familien Angst haben, dass es funktioniert, dass Lukaschenko als Schlepper Leute an die Grenze bringt, wir plötzlich Panik kriegen und jetzt ihm die Anerkennung zusprechen, ihn aufwerten und dann die Frage der Menschenrechte in Belarus nicht mehr angesprochen wird. Jetzt redet Frau Kanzlerin mit ihm, ist auch schon zweimal passiert, kann auch nächstes Mal passieren, dann wünsche ich mir sehr, dass sie dann auch diese Fragen anspricht und auch die Frage der politischen Häftlinge dort. Und wenn ein Gespräch der Kanzlerin das effektivste Mittel wäre, die humanitäre Krise zu stoppen, zu verhindern und zu stoppen, dass an Europas Grenzen
Flüchtlinge an Unterkühlung sterben? Dann sollte sie das dringend machen, aber in Abstimmung mit unseren europäischen Partnerstaaten, um diese Irritation zu mildern, die es ja jetzt offensichtlich großer Art gegeben hat. Wir haben diese Woche gesehen, wir machen eine kleine Tour d'horizon durch Europa und durch die Welt. Es gibt Briefe, die an Polen und Ungarn gegangen sind, um den Rechtsstaatsmechanismus in Gang zu setzen, anzustoßen und Fördergelder der EU damit nicht auszuschütten. Auch daran gab es Kritik, auch von Ihrer Partei, wenn die Außenpolitik demnächst grüner wird. Wird es dann einen anderen, härteren Kurs unter anderem auch gegenüber diesen beiden Ländern geben und würde dann zum Beispiel erst gar kein Brief geschickt, sondern sofort der Mechanismus ausgelöst? Ja, es geht ja nicht nur darum, dass die Außenpolitik grüner wird, sondern dass sie europäischer wird. Und diese Europäische Union behauptet ja zu Recht von sich, eine Wertegemeinschaft zu sein und an Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten festzuhalten. Und in den Mitgliedstaaten, in denen Rechtsstaatlichkeit mit den Füßen getreten wird oder bedroht ist, ist es dringend notwendig, dass man klar und deutlich spricht. Und die Kommission versucht es. Man kann immer wieder auch nachfragen, ob das scharf genug ist. Es ist nicht ganz so einfach innerhalb einer Familie. Und so versteht sich die Europäische Union ja auch immer mit der Keule ranzugehen. Aber die Art und Weise, wie die Rechtsstaatlichkeit in Polen bedroht ist, ist tatsächlich beängstigend. Wir haben sehr viel Ansprache auch von zahlreichen Personen, Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft aus Polen, die wirklich auch darum bitten, dass wir die Stimme erheben für sie, für den Erhalt der Rechtsstaatlichkeit dort. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ob man jetzt jeweils sofort auf einen Brief verzichtet, das ist ehrlich gesagt von Fall zu Fall anders und unterschiedlich zu behandeln. Es gibt dafür gerade diese schwierigen Momente kein Passepartout, wo man sagen muss, jetzt werden wir automatisch dies oder jenes machen. Man muss sehr, sehr viel miteinander reden. Gerade in dieser Krise an der Grenze mit Belarus ist es notwendig, die polnische Regierung immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie sich da auch wiederum an Recht und Gesetz halten muss und illegale Pushbacks beispielsweise nicht gehen. Aber dass wir natürlich im Kern solidarisch sind und nun an ihrer Seite stehen gegen eine Krise, die Lukaschenko hervorgebracht hat. Sie haben aber vorhin angedeutet, dass in dem Koalitionsvertrag, wenn ich es richtig verstanden habe, auch fixiert ist, dass man mit jenen, die sich nicht an das Wertesystem halten, anders umgehen wird. Also habe ich das nur falsch verstanden oder Nein. Was findet sich dazu in diesem schönen Vertrag? Also ich kann nur für mich sprechen und nicht für den Vertrag. Es ist notwendig, Missstände anzusprechen. Ich will mal ein Beispiel sagen, das ist die Türkei. In der Türkei, die Türkei ist extrem eng mit uns verflochten, auch auf der Ebene der Bevölkerungen. Wir haben ökonomisch, wir haben politisch, wir haben militärisch sehr viele Verflechtungen mit der Türkei. Nichtsdestotrotz gibt es eine massive Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit in dem Land, die seit Jahren läuft. Und was wir uns gewünscht haben und auch weiterhin wünschen und hoffentlich auch werden durchsetzen können, ist, dass diese Missstände, die Rechtsstaatlichkeitsaushöhlung, die Frage der politischen Gefangenen in dem Land, die Frage der Verbote von Parteien, der Einschränkung von Pressefreiheit auch sehr klar und deutlich angesprochen werden und man sich nicht immer wieder versteckt hinter Flüchtlingsdeals beispielsweise oder der Frage, welche Rüstungsgeschäfte gerade laufen. Diese Frage müssen aufs Tableau und klar und deutlich auch angesprochen werden. Gut, und da Sie ja insgesamt sich nach wie vor sehr zufrieden äußern über diesen Vertrag, gehen wir mal davon aus, dass auch da etwas festgehalten wurde. Ich habe das eingangs gesagt, Sie sind mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie sind also ein Politiker mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Inwieweit hat das Ihren Blick auf die Welt und auf das, was Sie tun, verändert? Ich bin wenige Wochen nach dem Ende des Iran-Irak-Kriegs nach Deutschland gekommen. Ich habe viele Nächte in Bombenbunkern verbracht. Wenn man das erlebt hat, dann kriegt der Begriff Frieden eine ganz andere Bedeutung. Und wenn man erlebt hat, wie Frauen willkürlich auf der Straße ausgepeitscht werden, weil sie die falschen Strümpfe anhaben im heißen Sommer, dann kriegt auch der Begriff Freiheit eine andere Bedeutung. Und ich bin jetzt nun länger im Bundestag. Ich kann nur sagen, dass die intensivsten Gespräche und die beste Verständigung und Zusammenarbeit ich stets mit denjenigen hatte, die Bürgerrechtlerinnen und Rechtler waren in der ehemaligen DDR. Man muss hoffentlich nicht Unfreiheit erlebt haben, um den Wert der Freiheit zu erkennen. Aber die Leute, die wissen, dass unsere Rechte, unsere Menschenrechte, unsere Grundrechte nicht vom Himmel gefallen sind, die sind noch bereit, dafür zu kämpfen.
Das ist kein Unikum von mir, aber das ist etwas, was ich auch mitbringe, zusammen mit vielen anderen. Und deshalb ist auch mein Leitspruch stets für Frieden und Eintracht international. Ich habe zum Schluss ein paar Fragen, die können Sie ganz kurz beziehungsweise auch einfach nur mit Ja und Nein beantworten. Könnten Sie sich vorstellen, dass der zukünftige Chef des Auswärtigen Amtes eventuell weiblich ist und grün? Klar. Weil es war jetzt kein Ja oder Nein, aber ja, klar kann ich mir das vorstellen. Aber ich habe eine sehr, sehr, sehr große Fantasie. Aber ja, nee, ich kann mir das natürlich vorstellen. Und könnten Sie sich auch vorstellen, dass der zukünftige deutsche Finanzminister männlich ist und grün? Klar. Mhm. Und wenn Sie jetzt mal so wetten müssten? Wenn ich jetzt mal der Fangfrage jetzt nicht aus dem Weg gehen darf, aber wenn ich mal frontal mir greifen darf, meine beiden Parteivorsitzenden sind so ziemlich für jeden Job in diesem Kabinett geeignet. Gut. Und könnten Sie sich auch vorstellen, dass der neue oder einer der beiden neuen Parteivorsitzenden der Grünen in Teheran geboren ist? Es sind sehr, sehr viele Menschen schon in Teheran geboren, ja klar. Aber nicht so viele, die dafür in Frage kommen würden. Ich werde kandidieren, wenn ich die Fragen geregelt habe, die ich zu regeln habe. Herr Nurripur, ich danke Ihnen sehr, danke Ihnen, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben und Zeit für uns und unsere Fragen hatten. Es war sehr schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Danke.